Anbetung. Guten Abend auch von meiner Seite. Der Andreas hat schon gesagt, mein Mann und ich machen heute Abend Predigt-Sharing. Die Hälfte unserer Kinder sind inzwischen Teenager. Das bringt nicht nur Nachteile mit sich, sondern auch den Vorteil, dass die inzwischen als Hüter der Jüngeren eingesetzt werden könnten. Drum haben wir beschlossen, wir gehen mal wieder gemeinsam abends weg. Wie gesagt, ich habe die Predigt am Küchentisch geschrieben und vielleicht liegt es daran, dass ich auf dieses Predigtthema gekommen bin. Denn es gibt ja diese verschiedenen Eigenschaften Gottes und je nachdem, was wir auch gerade nötig haben, wo wir drinstehen im Leben, steht da was anderes für uns im Vordergrund. Mal sehen wir ihn zuerst als den Vater, mal zuerst als diesen guten Hirte, mal ist er für uns zuerst der, der uns bedingungslos liebt und annimmt und ein anderes Mal der, der uns vergibt und uns freisetzt. Und ich bin hängen geblieben bei diesem Gott, der uns satt macht. Der Gott, der uns satt macht. Und das ist das Predigtthema für heute Abend, satt werden und satt bleiben. Da möchte ich einen Blick mit euch drauf werfen. Wenn wir uns daheim als Familie an den Tisch sitzen, dann lehren wir unsere Kinder, dass wir Gott fürs Essen danken. Und je nachdem, was ich gekocht habe, finden die Kinder das nicht so dankenswert. Ich koche sehr gemüselastig und dann so die Dinge, naja. Sie haben inzwischen auf jeden Fall gemerkt, dass es nicht so viel nützt, vorm Essen zu beten, dass doch im Topf Spaghetti sein mögen. Aber ich meine heute noch eine andere Art von Sättigung und Ernährung. Ich bin vor kurzem hängen geblieben bei einem Vers und wahrscheinlich geht es euch auch so, da liest man Verse oder Psalmen jahrelang immer wieder und plötzlich springt einen so ein Vers an. Diesmal war es Psalm 17, Vers 15. Da schreibt David oder betet David zu Gott und sagt: Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Psalm 17, Vers 15. Und sofort ist mir dieser andere Vers in Sinn gekommen aus Jeremia 15, Vers 16. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Oder in einer anderen Übersetzung, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen, heißt es wörtlich. Und das sind diese beiden Ernährungsweisen, wie Gott uns satt macht. Einmal, er macht uns satt, indem wir ihn anschauen, und er macht uns satt, indem wir seine Worte essen. Und ich habe gemerkt, so diese zweite Art der Ernährung, die ist mir von meiner Geschichte her vertrauter, so diese Aspekte vom Wort Gottes, das Wort, das zu uns spricht, durch die Bibel, Worte, die der Heilige Geist uns lebendig macht, uns daran erinnert. Und dann neben dem Bibelwort all die Worte, die Jesus direkt zu uns spricht, zu unserem Herzen oder der Heilige Geist zu uns sagt, wenn wir hinhören. Und im Natürlichen geht es mir oft so, dass ich einfach esse, weil ich weiß, es tut mir gut. Und ich sage es manchmal auch meinen Kindern, wenn die müde sind am Morgen und sagen, ach, ich habe heute gar keine Lust, sage ich, du musst jetzt was essen, das tut dir gut, du wirst es nachher merken, dass du mehr Energie hast. Und manchmal geht es mir auch so mit dem Bibellesen, dann habe ich vielleicht gar keine Lust, denke, okay, jetzt so einen Bissen, ein Häppchen Bibelwort, einfach weil ich weiß, es tut mir gut. Aber es geht ja um viel mehr als um Bibelwort. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und finden, das sind diese Entdeckungen, eben diese Worte, die uns anspringen, ansprechen, die uns richtig suchen und von uns gefunden werden wollen. Letzte Woche hat mir eine Freundin erzählt, sie liest manchmal so Bibel oder blättert und
dann merkt sie plötzlich, jetzt ist da ein Wort und das will von mir ans Herz genommen werden. Und dann nimmt sie dieses Wort und bewegt es und beschäftigt sich damit und fragt Jesus, was willst du mir jetzt damit sagen? Und dieses geschriebene Wort kann ja nur zu uns sprechen, weil dahinter das lebendige Wort steht. Gott selbst, Jesus, der mit uns reden möchte. Und das ist dieses zweite, dieser zweite Aspekt. Diese Begegnung mit dem Wort ist immer die Begegnung mit dem lebendigen Gott selbst. Wir lesen den Brief, aber dahinter schauen wir dem Briefeschreiber in die Augen. Mein Mann und ich haben uns früher während dem Studium oder wenn wir uns nicht sehen konnten, stapelweise Briefe geschrieben. Jetzt schreiben wir mehr WhatsApp, aber so zu besonderen Anlässen schreiben wir uns immer noch Briefe und legen die uns so auf den Frühstückstisch. Und dann liest der andere den Brief in Anwesenheit vom Briefeschreiber. Und es ist ja was Besonderes, wenn man einen Brief liest und derjenige, der den Brief geschrieben hat, sitzt einem gegenüber und man liest und kann gleichzeitig den Schreiber anschauen. Und so ist es eigentlich, stelle ich mir das vor, wenn ich die Bibel lese. Ich lese, aber eigentlich geht es darum, dass ich gleichzeitig dem in die Augen schaue, der diese Worte zu mir sagen möchte. Drum, Psalm 17, Vers 15. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Ich will daran satt werden, dass ich dich anschauen kann. Und als mich dieser Vers da vor kurzem so angesprungen hat, habe ich gemerkt, ich bin richtig eifersüchtig geworden auf den König David. Ich meine, dass der das so sagen kann, dass er erstens weiß, was er will und das dann noch so selbstbewusst sagen kann, ich will, Doppelpunkt, satt werden an deinem Bild und zwar schon in dem Moment, wo ich erwache. Also nicht erst, wenn ich aufgestanden bin und genug gebetet habe und meine Gedanken sortiert habe und was weiß ich, Loblieder gesungen habe und Harfe gespielt habe und so weiter, sondern beim Erwachen. Da habe ich gedacht, also wenn man das haben kann, dann will ich das auch. Ich meine, wie viel angenehmer werde ich für meine Familie, wenn ich schon beim Aufwachen bis in die Tiefe gesättigt wäre mit diesem Friede Gottes, weil er mich angeschaut hat und alles in mir zur Ruhe gekommen ist. Ich wäre morgens kurz nach 6 Uhr tiefenentspannt, voller Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Eben satt. Und da habe ich gedacht, das ist wie mit dem Blutzuckerspiegel. Wenn der nicht gesättigt ist, dann sackt er ab. Und im Geistlichen, in unserem Geist, gilt vielleicht das gleiche Prinzip, dass wir diese Sättigung brauchen, damit wir genießbar sind, damit wir so sein können, wie Gott sich uns eigentlich gedacht hat, dass er eben in uns wohnen kann und durch uns durchscheinen kann. Ich dachte, wie schön muss es sein, wenn das jemand sagen kann, wie König David, beim Aufwachen schaue ich dich an und ich wache schon satt auf. Während ich mich so damit beschäftigt habe, hat Ende letzter Woche meine Tochter zu mir gesagt an einem Abend, kannst du mich nicht morgen früh persönlich aufwecken? Sie stellt sonst immer ihre Wecker ganz zuverlässig, steht auf, super. Aber sie hat gesagt, weißt du, ich möchte heute Abend keinen Wecker stellen, denn wenn du mich weckst, das ist so schön, dann wache ich auf und wenn ich die Augen aufmache und aufwache, dann bist du da. Und es hat mich so berührt, ich gemerkt habe, genau darum geht es eigentlich. Und ich habe plötzlich durch mein Kind nochmal verstanden, was David meint. Er sagt eigentlich zu Gott, hey, wenn ich aufwache, dann merke ich, du bist schon da. Und das Erste, was ich anschaue, ist, ich schaue in deine Augen, Gott. Und es stillt was in mir, ich komme zur Ruhe, weil du da bist. Gibt es was Besseres?
Das sagt er eigentlich. Ich werde satt in deiner Gegenwart, weil du da bist, weil du mich anschaust. Wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr, ist es ganz wichtig, wenn sie abends ins Bett gehen, dass sie wissen, wenn sie nachts aufwachen, bist du da. Und wenn sie am Morgen aufwachen, bist du auch da. Und wenn ich mal an einem Abend nicht daheim bin, so wie heute, dann fragt der Jüngste regelmäßig, gell, wenn ich aufwache, dann bist du da. Wenn ich heute Nacht aufwache, bist du da. Und wenn ich morgen früh aufwache, gell, dann bist du auch da. Und da kommt was zur Ruhe. Wenn wir aufwachen, ist Gott schon da. Ich habe beim Vorbereiten gemerkt, dass die meisten diesen Vers, der ganz viel für Trauerfeiern verwendet wird, und sich dann so die Pfarrer drauf beziehen, wenn wir aufwachen nach dem Tod, dann im Himmel, dann können wir endlich Gott sehen. Das ist so der Trost. Ich merke, ja, das ist schön, aber ehrlich gesagt, das ist mir nicht genug. Und das ist auch nicht das, was eigentlich sich Gott für uns gedacht hat. Ich will ihn nicht erst dann mal sehen, wenn ich nach dem Tod wieder aufwache im Himmel, sondern ich will jeden Morgen aufwachen mit dem Wissen und mit dem Gehaltensein, wenn ich aufwache, bist du schon da und ich werde satt, weil du da bist. Ich meine, König David hat es ja auch nicht für seine Todesanzeige geschrieben, sondern für seinen Alltag, jeden Tag. Und ich habe gemerkt, die Frage ist nicht nur, wie werde ich satt, sondern auch, wie bleibe ich satt? Wie kann ich satt bleiben? Dazu wird dann Thomas noch was sagen. Wir können es einüben, Jesus anzuschauen in unserem Herzen. Wir können es einüben, ihm zu sagen, ich muss jetzt wissen, dass du da bist. Ich möchte dich anschauen, schau du mich an. Was möchtest du mir sagen? Was hast du für mich? Zeig mir einfach, dass du da bist. Lass mich spüren, dass ich nicht allein bin. Und ich glaube, das gehört auch zu dem, was Paulus betet im Epheser 1, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Und zu diesen erleuchteten Augen gehört auch, dass wir eben Jesus wahrnehmen können, Jesus sehen können, wo er ist, ja, in unserem Leben, in unseren Herzen, wo seine Gegenwart ist. Gehen wir noch einen Schritt weiter vom Anschauen zum Augenkontakt und was der mit uns macht. Das ist sehr spannend. Diese Woche haben wir neu dieses neue Büchlein von Lilo Keller mit dem Titel Augenkontakt, ganz druckfrisch neu im Shop draußen oder im Internet zum Bestellen. Und da geht es auch im ganzen Büchlein eigentlich darum, wie Gott uns in diese Intimität mit ihm ziehen kann, dass er uns mit uns durchs Leben gehen kann. Ich merke, Augenkontakt ist noch mal mehr als nur anschauen. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Mit den Augen leiten heißt Augenkontakt. Ich mache euch ein Beispiel für Augenkontakt. Denn was Augenkontakt ist, habe ich auch durch meine Kinder gelernt. Unsere armen Kinder, die mussten sehr viel im Gottesdienst in der ersten Reihe Gottesdienste durchhalten, so die armen Pfarrerskinder, die von der ganzen Gemeinde beobachtet wurden. Und wenn die dann angefangen haben, mit den Füßen zu scharren, dann habe ich so meine Blicke losgeschickt. Die ermutigenden Blicke, hey, du schaffst es ist gleich vorbei. Oder so die hinweisenden Blicke, da steht übrigens die Tasche mit den Bilderbüchern und den Bananen und was es sonst noch so drin hatte. Eben, die ermutigenden Blicke, ich glaube an dich, du hältst noch durch. Natürlich auch die Blicke, was ich jetzt da erwarte. Früher habe ich gemeint, diese Verheißung von Gott, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen und dich mit meinen Augen leiten,
so vor 20 Jahren oder noch länger. Ich meine, es geht so um die großen Lebensentscheidungen. Für die gilt es. Also so, welche Ausbildung soll ich machen? Wo soll ich studieren? Wie soll ich wohnen? Also in einer WG mit möglichst vielen oder allein oder wie auch immer. Wie finde ich den richtigen Partner? Welche Stelle soll ich annehmen, welche nicht? Und so weiter. Aber Augenkontakt ist umfassend. Der geht nicht nur um die großen Lebensentscheidungen, sondern die ganze Zeit. Ich weiß noch, bei allen unseren Kindern, wie sie zum ersten Mal in meine Augen geschaut haben, so frisch auf der Welt, die Augen geöffnet haben und uns angeschaut haben, so staunend in die Welt geschaut haben. Und dann, wie sie größer geworden sind, aber so die ersten Wochen ja fast nur geschlafen haben. Aber wenn die Augen offen waren, meistens so beim Stillen, sie mit großen Augen meine Augen gesucht haben. Und bei Kindern kann man dann beobachten, wenn sie aktiv einen anschauen, sie schauen dich an und wenn es ihnen zu viel wird, schauen sie wieder weg, dann schauen sie dich wieder an, dann schauen sie wieder weg, dann fangen sie an zu lachen und so bauen sie diese Kapazität an Bindung auf, indem sie uns anschauen. Und wenn sie größer werden und ein Stück wegkrabbeln, dann drehen sie sich wieder um und schauen über die Augen, hey, ist es noch okay? Darf ich so weit krabbeln? Ist alles in Ordnung? Und so weiter. Zwischen Eltern und Kindern läuft so viel über Augenkontakt. Da braucht es meistens gar keine Worte, da reichen die Augen. Die Augen, die ermutigen, sagen, ja, du schaffst es. Die Augen sagen, hey, ist alles gut. Und natürlich auch die Augen sagen, pass auf, bisschen vorsichtiger. Und ich glaube, genau das möchte Jesus auch mit uns, mit diesem Augenkontakt. Man kann mit Augenkontakt Menschen auch ermutigen. Sagen, hey, ich glaube an dich, du schaffst es. Ich weiß noch, wo ich früher Schüler unterrichtet habe, da gibt es ja die Schüler, die so gern was sagen würden. Und du weißt als Lehrer, die haben eigentlich was zu sagen, aber sie trauen sich nicht. Und die kann man nicht ansprechen, dann stellt man sie ja bloß. Aber man kann ihnen Blicke schicken, die sie ermuntern, die ihnen sagen, hey, ich weiß, du hast was zu sagen, sag's doch jetzt und ich unterstütze dich. Und so stelle ich mir das vor mit Jesus, wenn er sagt, hey, ich suche Augenkontakt mit dir. Ich möchte dich anschauen schon beim Aufwachen. Diese Blicke, die uns stärken, die uns ausrichten, die uns aber auch anfeuern. Es geht nicht nur darum, dass wir wissen, wie geht's weiter, sondern wir brauchen diesen Blickkontakt auch, damit wir überhaupt in der Gegenwart stehen können, in allen Herausforderungen stehen können. David schreibt im Psalm vorher, Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Hey, ich habe Gott alle Zeit vor Augen. Und dann kann ich auch stehen bleiben. Und ich habe so am Küchentisch durch die Bibel geblättert und gedacht, stimmt. Es haben so viele Männer und Frauen durch die ganze Bibel erlebt, dass sie Gott angeschaut haben und dann konnten sie stehen bleiben. Zum Beispiel Noah. In diesem Kontakt und Austausch mit Gott konnte er stehen bleiben und sein Projekt mit der Arche durchziehen. Allen Widerständen, allem Spott zum Trotz. Oder Abraham. Er hat immer wieder diese Gottesbegegnungen gehabt, damit er stehen konnte, am Glauben festhalten konnte. Oder dann die Hagar in der Wüste, als sie weggelaufen ist. Und dann begegnet ihr der Engel und sie sagt in 1. Mose 16, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie hat wieder Kraft zum Stehen an dem Ort, wo sie zu der Zeit sein soll. Oder Mose in der Wüste.
diese Herausforderung in Leiterschaft. Er muss immer wieder von Gott ermutigt werden, dass er weiter stehen konnte. Stephanus, der erste Märtyrer, er sieht den Himmel offen. Er im Sterben heißt von ihm, er hatte diesen Glanz auf seinem Angesicht, die herrliche, die Gegenwart Gottes, Herrlichkeit sichtbar auf ihm und Jesus vor Augen. Und darum geht es letztlich, um diese Herrlichkeit. Paulus schreibt, 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden so verwandelt in die Gestalt, die er schon hat, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir schauen ihn an, nicht zum Selbstzweck und damit wir uns ein bisschen besser fühlen, sondern damit er die Möglichkeit hat, uns in die Augen zu schauen und uns zu verwandeln, uns mehr ihm ähnlich zu machen, um seine Hoffnung in uns rein zu pflanzen, rein zu blicken, durch die Augen, diese Hoffnung, dieses Leben in uns rein zu übertragen. Ich habe Menschen gesehen, die nichts mehr hatten, die am Ende ihres Lebens waren und die doch alles hatten, weil sie so satt waren, gesättigt waren und genau das ausgestrahlt haben. Ich bin satt, weil ich diese Gegenwart von Gott um mich habe, weil ich mit meinen inneren Augen ständig Jesus anschauen kann. Und das ist ja eigentlich das Geheimnis von Gottes Herrlichkeit, dass sie ins Zerbrechliche und ins Zerbrochene kommt. Ich möchte euch zum Schluss jetzt noch von einem Mann erzählen, der das gelebt hat. Diese Gegenwart von Gott im Alltag, in der Küche, in den niedrigen Tätigkeiten. Und mir war dieser Mann eine Riesenhilfe, als unsere Kinder klein waren und ich das Gefühl hatte, mein Leben findet entweder in der Küche oder in der Waschküche oder an einem Wickeltisch statt. Aber mal hinsitzen und in Ruhe Bibel lesen oder beten oder so, die Stille pflegen. Wie ist das noch möglich? Und da hatte ich die Krise, kann ich überhaupt noch meine Beziehung zu Gott pflegen? Aber dann habe ich diesen Mann kennengelernt, also nicht persönlich, aber durch seine Briefe. Und ich spreche von Bruder Lorenz. Der hat vor langer Zeit gelebt, 1611 bis 1691. Und da gibt es diese Briefe von ihm, die sind zum Beispiel rausgegeben in diesem Büchlein Leben in Gottes Gegenwart. Und er hat viele Briefe geschrieben, seelsorgerliche Briefe, Tagebuch, das wurde gesammelt und rausgegeben. Und er war Laienbruder in einem Kloster, er war schon älter und hatte lahme Beine. Und seine Aufgabe war, in der Klosterküche zu arbeiten. Also ein sehr anstrengender und ein sehr hektischer Ort. Er hat sich den auch nicht ausgesucht. Er schreibt über die Küche, es ist ein Ort, gegen den ich von Natur aus eine starke Abneigung hege. Ich habe mir angewöhnt, dort alles aus Liebe zu Gott zu tun. Und er schreibt in seinen Briefen darüber, wie er es eingeübt hat und gelernt hat, ständig in Gottes Gegenwart zu sein, einfach mit ihm verbunden zu bleiben und wie er einfach mit Gott über all seine Handgriffe und alltäglichen Tätigkeiten redet, als wäre Gott jetzt neben ihm. Und dann schreibt er sogar, meine festen Gebetszeiten unterscheiden sich nicht von anderen Tageszeiten. Obwohl ich mich tatsächlich zum Gebet zurückziehe, entsprechend der Anweisung meines Priors, brauche ich diese Abgeschiedenheit nicht. Noch bitte ich darum, denn selbst die größte Geschäftigkeit lenkt mich nicht von Gott ab. Oder, schreibt er über die Küche, die Zeit der Arbeit unterscheidet sich bei mir nicht von der Zeit des Gebets. Und im Lärm und Geklapper meiner Küche, während mehrere Personen gleichzeitig nach verschiedenen Dingen rufen, harre ich mit ebenso großer Ruhe auf Gott, als wäre ich vor dem Tabernakel auf den Knien.
Es hat mich richtig herausgefordert, als ich das erste Mal gelesen habe. Ich dachte, hey, wie ist das möglich? Und dann schreibt er, ich habe festgestellt, dass wir uns in ein Bewusstsein der Gegenwart Gottes gründen können, indem wir ständig mit ihm reden. Und er schreibt, es wäre ganz kindlich, naiv, einfach mit Gott über seine Tätigkeiten redet und sagt, wir brauchen weder Kunst noch Wissenschaft, um zu Gott zu gelangen. Alles, was wir brauchen, ist ein Herz, das fest entschlossen ist, sich ausschließlich ihm zu widmen, um seiner selbst willen und nur ihn allein zu lieben. Und eigentlich ist es genau das, ihn anschauen und davon satt werden. Und das Faszinierende ist, damit bin ich am Schluss jetzt, bei ihm haben alle um ihn herum gemerkt, dass er auf eine besondere Weise gesättigt ist von Gottes Gegenwart. Die Leute haben ihm von weit her geschrieben oder haben ihn besucht. Und ein Freund hat über ihn geschrieben, und das lese ich euch noch vor, dieser Bruder ist jetzt so sehr an die göttliche Gegenwart gewöhnt, dass er jederzeit beständig daraus genährt wird. Seit etwa 30 Jahren ist seine Seele nun von unaufhörlicher Freude erfüllt. Und es schreibt ein Freund, der ihn hautnah miterlebt jeden Tag. Und Bruder Lorenz selber schreibt, meine Seele, die so bedrängt gewesen war, fand ein tiefes Bewusstsein des inneren Friedens und der Ruhe. Kein anderes Leben in der ganzen Welt ist so köstlich und beglückend wie ein Leben in der ständigen Gegenwart Gottes. Und wisst ihr, was ich so ermutigend finde? Wenn ein älterer Herr mit lahmen Beinen in einem Küchenbetrieb vom 17. Jahrhundert, in diesem Chaos und dieser schwerst körperlichen Anstrengung, wo ein Lärm ist, wenn er das schaffen kann, und so war es so authentisch, dass die Leute von weit her kommen und es über ihn berichten, ständig in Verbindung mit Gott zu bleiben und diesen Frieden in sich zu kultivieren, diese Gegenwart von Gott, der Raum zu geben und Gott alle Zeit anzuschauen. Wenn er das geschafft hat, dann ist es was, was für uns auch möglich ist, weil es ist der gleiche Gott und ich will ihn anschauen, wenn ich erwache, weil er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage und je älter wir werden, dürfen wir auch wieder kindlicher werden. Ich stelle mir das so vor, er sitzt an meinem Bett. Ich darf als erstes in seine Augen schauen. Wenn ich aufwache und ich darf diesen Blickkontakt versuchen und es einüben, immer wieder zu suchen und durch den Tag zu behalten. So werden wir satt. Und jetzt gebe ich das Mikrofon weiter. Wie bleiben wir satt? Ich sage eigentlich nichts Neues als meine Frau, aber es ist ein sehr mystisches Thema. Also wie leben wir aus diesem Blick auf Gott? Und ich glaube, wir brauchen alle unsere eigenen Zugänge, die für uns sprechen. Ich habe gemerkt, Bruder Lorenz ist ein super Buch, aber er hat nie so zu mir gesprochen wie zu Katharina. Meine Frau sagt, ja, du bist auch zu wenig in der Küche, du verstehst das alles gar nicht. Aber mein Gott schauen, dieses mystische Thema, andere sagen Leben aus dem Innen heraus, aus der Kontemplation, aus dem Gebet, da gibt es ja ganz verschiedene Vorbilder. Ich habe auch an Bruder Klaus gedacht, Gary Keller schöpft ja stark aus dieser Quelle, er hat auch dieses Buch geschrieben, unbedingt lesenswert. Ich meine, Klaus hat im wahrsten Sinn des Wortes vom Schauen sich ernährt. Er hat aufs Kreuz geschaut, auf die Kommunion und er hat 20 Jahre lang nichts gegessen physisch. Also sein inneres Essen war so stark, es ist so ein Bild davon, dass es ihn auch physisch nährte. Ich habe bei mir beobachtet, wir haben immer auch viel im Homeoffice gearbeitet, früher im Pfarramt, ich habe so gesagt, das ist nicht nur ein Homeoffice, es ist ein Office-Home, wo wir wohnen.
Und auch in der Schleife, wenn wir konzentriert arbeiten müssen, dann arbeite ich gerne zu Hause. Und jetzt während des Lockdowns erst recht, weiß nicht, wie viele von euch oder die Zuschauer auch zu Hause arbeiten mussten, durften, wie auch immer. Ich habe bei mir beobachtet, wir haben zu Hause ein gemeinsames Büro, zwei Schreibtische und hinten im Eck ist so unser Gebetszimmer. Da ist ein Klappstuhl, ist ein bisschen anders als der Stuhl, den ich mitgebracht habe. Ein bisschen bequemer, so mit Stoff, aber auch ein einfacher Klappstuhl, steht für mich so fürs Mobile, kann man mitnehmen. Und ich habe mich ertappt, ich bin bei der Arbeit immer wieder, vor allem wenn ich angestanden bin, wenn ich gemerkt habe, ich muss kurz zu Jesus, immer wieder aufgestanden und habe mich auf diesen Stuhl gesetzt. Und dann bin ich von diesem Gebetsstuhl aus wieder auf den Bürostuhl gegangen und habe weitergearbeitet. Mein kleines Zeugnis heute Abend lautet, von welchem Stuhl aus lebe ich? Und diese Woche zu Hause, ich war unter der Dusche, ich weiß nicht, wie es euch geht, oft unter der Dusche bekomme ich Ideen oder gehen mir Dinge auf. Schon Mose hat ja gesagt, meine Lehre rinne wie Regen und meine Rede riesle wie der Tau. Denke ich, vielleicht hat, er hat nicht an die Dusche gedacht, aber so, wenn Wasser plätschert. Und mir, während das Wasser so plätscherte, fiel es mir wie Schuppen vor den Augen, du gehst immer mehr auf diesen Gebetsstuhl. Immer wieder stehst du einfach auf. Ich war mir dessen gar nicht bewusst. Ich setze mich auf diesen Stuhl. Auch wenn es wirklich nur kurz ist, ich setze mich dahin und Gottes Gegenwart ist sofort da. Irgendwie, was Andreas eingangs gesagt hat, in den letzten Wochen, Monaten, wir kommen so einfach in Gottes Gegenwart. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Und dann von diesem Stuhl aus wieder auf den Arbeitsstuhl. Ich weiß nicht, wie eure Arbeitsstühle heißen, vielleicht ein Stuhl auf dem Bagger oder auf dem Lastwagen oder vielleicht steht ihr bei der Arbeit, ihr müsst eure Bilder finden, die zu euch sprechen. Aber zu mir hat dieser Stuhl gesprochen und ich habe diese Woche unter der Dusche so wie den Satz gehört, du arbeitest, also du betest oft um mehr Herrlichkeit. Und das ist ja auch ein gutes Gebet, wir sehnen uns nach mehr Gegenwart, aber beginne die Gegenwart zu kultivieren, die Herrlichkeit, die du hast, zu kultivieren. Das ist für mich so ein Augenöffner. Ich habe gedacht, intuitiv beginne ich etwas einzuüben, nämlich in der Arbeit immer wieder auf diesen Stuhl zu gehen. Und ich habe gemerkt, was andere gemacht haben, die Bilder, für mich haben sie nie geklappt. Ich kenne Freunde, die stellen die Uhr regelmäßig und dann pieps irgendwie und dann denken sie immer wieder, Ich bin nicht so ein Typ. Oder eben Bruder Lorenz oder Andreas hat oft über seinen Gebetsstuhl gesprochen in letzter Zeit. Und das war jetzt ein Bild, zu dem hatte ich Zugang. Ich kann mich auf diesen Stuhl setzen und leben aus dieser Gegenwart. Gebetsstuhl, Bürostuhl. Wir brauchen ja nicht nur Information, wir brauchen auch, die Amerikaner sagen, not information, revelation. Und wir könnten sagen, die Offenbarung muss offenbar sein in unserem Leben. Es muss Fleisch und Blut bekommen, umgesetzt werden in uns. Und ich habe gemerkt, wir haben heute Mittag auch darüber gesprochen, damals, Heidi Baker war mal da in der Eulach-Halle und hat diese Predigt, die wir nie mehr vergessen, too big, too small. Könnt ihr euch erinnern? Es geht nicht nur um hier, sondern es geht darum, dass es da runterrutscht. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe damals meinen Schreibtisch zur Seite geschoben und habe auch einen Gebetsstuhl in mein Büro bewusst hineingestellt, weil ich gesagt habe, das Kultivieren der Gegenwart muss zusammengehen mit der Arbeit. Und jetzt in diesen Tagen, dieser Stuhl hat wieder so zu mir gesprochen und sucht euer eigenes Bild, wie ihr dieses Thema angehen wollt für euch. Und ich bin auch bei König David hängen geblieben, 10 Psalmen nach Psalm 17, im Psalm 27 sagt er, ich hätte gerne immer in den Gottesdiensten Gottes bleiben zu können und die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Wie der David sagt, ich möchte eigentlich immer dort sein. Aber ihr wisst, wir können ja nicht die ganze Zeit hier sein, im Gottesdienst. Auch heute Abend, der ist bald zu Ende, dann gehen wir wieder nach Hause. Aber offenbar weiß David um dieses Geheimnis, um das Bleiben in dieser Realität Gottes.
Und es ist auch hier nicht die Ewigkeit eines Tages, sondern er sagt, hey, Gott schützt mich im Leben. Und er spricht dann davon im Psalm, ich will Gott suchen. Wie positionieren wir uns im Alltag? Wie können wir uns das eingewöhnen? Meine Frau hat schon Noah erwähnt. Noah hat diese Taube losgeschickt und die Taube hat sich diesen Ort gesucht, wo sie ruhen konnte. Und sie ist dann schließlich auf Jesus gekommen bei der Taufe und auf Jesus fand sie diesen Platz, wo sie ruhen konnte und wo sie bleiben konnte. Und Bill Johnson hat einmal dieses Bild gebracht, das hat mich beeindruckt. Stellt euch vor, eine Taube würde hier sitzen auf eurer Schulter und ihr würdet jetzt mit dieser Taube durch den Alltag gehen. Würden wir nicht unglaublich aufmerksam sein, dass sie nicht wegfliegt, uns dieser Präsenz bewusst sein? Hey, sie ist hier. Und ich merke, ich bin daran, Gott ermutigt mich, das einzuüben im Alltag. Eben nicht einfach nur Arbeit, sondern Gebet und Arbeit, dieser Wechsel, dieses Leben aus Gottes Gegenwart. Nicht das Leben aus meiner eigenen Kraft, sondern aus seiner Kraft. Und ich glaube, wir müssen das wirklich kultivieren. Gott hat uns schon Herrlichkeit geschenkt, diese kleinen Momente im Alltag, wo wir spüren, Gott ist da. Und wenn wir die kultivieren und wenn wir diese Momente verlängern können und mit hineinnehmen können in den Alltag, dann geschieht etwas mit uns und dann wird es ganz konkret. Dann leben wir aus diesen Impulsen heraus. Gott, was ist jetzt dran? Wo gehst du hin? Und ich habe gedacht heute Abend, wir könnten doch eine kleine Übung machen, bevor wir dann wirklich in den Alltag gehen. Welches Bild ihr jetzt auch nehmen wollt von heute Abend, was zu euch gesprochen hat. Eine kleine Übung, diese Präsenz Gottes uns bewusst zu machen, zu spüren, er ist da und aus diesem Sein bei ihm, aus dieser Präsenz, dieser Herrlichkeit, dann auch das Leben zu gestalten, das mitzunehmen in diesen Abend hinein. Und vergesst diesen Stuhl nicht oder welches Bild auch immer zu euch gesprochen hat oder Bruder Lorenz, wenn er jetzt hineingeht in diese Woche. Es war interessant, wir hatten im Vorgebet, hatte Markus Fuchs diesen Eindruck, dass sich der Heilige Geist immer wieder eine Landebahn sucht in unseren Herzen. Er möchte kommen, eben wie diese Taube. Und bieten wir ihm immer wieder diese Möglichkeiten im Alltag, wie auch dein Alltag aussieht, was du tust, was deine Arbeit ist, aber dass wir mitten im Alltag diese Gegenwart kultivieren, wie dieser David, von dem wir heute Abend gehört haben. Und Jesus, wir bringen dir jetzt heute Abend unsere Herzen. Und wir haben diese Sehnsucht in uns nach deiner Gegenwart. Wie der David, der sagt, wenn du da bist, dann werde ich satt. Oder ich möchte deine Gottesdienste sehen, aus dieser Gegenwart heraus unser Leben gestalten. Wir haben diese Vorbilder, Bruder Lorenz oder auch ein Bruder Klaus, der wirklich aus diesem Schauen effektiv gelebt hat. Und lehre uns. Heiliger Geist, wir bitten dich, zeige du jedem und jeder von uns diese Zugänge, wie es zu uns spricht und wie es in unserem Leben wirklich offenbar wird, diese Wahrheit, diese Offenbarung und wie sie umgesetzt werden kann. Ganz praktisch im Alltag. Und wir bitten dich heute Abend auch, lass uns wirklich nochmals vor dich kommen, bewusst auf diesen Stuhl sitzen. Und stellt euch auch irgendeinen Ort vor in eurem Alltag, wo ihr wisst, da ist Jesus. Da habt ihr seine Gegenwart, seine Herrlichkeit. Und das wollt ihr weiter kultivieren. Und wir bitten dich auch, Heiliger Geist, dass du heute Abend kommst. Du bist schon hier den ganzen Abend, aber dass du kommst und uns auch lehrst, wie wir das ganz praktisch einüben können. Und wie wir immer mehr aus dieser Kraft von dir heraus leben können. Und wie dann diese Dinge im Alltag aus dir heraus geschehen. Dieser Rhythmus von Gebet und Arbeit, ora et labora. Vom Leben aus deiner Kraft. Vom Anschauen von dir.
Lass uns doch einfach einen Moment nehmen, nach der Stille. Hermi wird spielen, wo wir das ganz praktisch am Schluss dieses Gottesdienstes noch praktizieren, einüben, dieses Sein vor ihm in seiner Gegenwart, sitzen zu seinen Füßen.